Hallo Freunde des Geld und Sports, willkommen zu einem weiteren Unboxing. War ziemlich schmales. Ja, so schwer ist es jetzt nicht. Es geht eigentlich. Wir switchen um. Da ist es auch schon. Letztes kleines handliches Paket auf der Autobahn A3. Wenn ich es besser brauche, ich denke nicht. Ist es was für meinen kleinen, ich sag jetzt mal, Hobby-Party-Keller. Ja, der nimmt langsam Form an, da unten. Das geht so. Boah, das ist nicht mal richtig zu. Da hätte jede Schweine dran gehen können. Junge, 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 Junge. Hauptsache was für Versand. So, das kommt raus. Genau. Ein Dartset. Ich habe nämlich eine elektronische Dartscheibe unten im Keller. Ja. Die sind schwer. Gut. Man kennt ja von diesen Dartscheiben. Du dachtest, wenn du echte Spitze nimmst, ist das Ding im Arsch. Also, wo schalte ich hin? Hier. So. Ja. Und hier haben wir dann extra Spitzen. Man sieht es da, da kommen sie schon raus. Ja, ich finde sie jetzt nicht toll, ne? Es sind dann so ein bisschen, die leuchten nicht sehr stark. Die sehen fast alle gleich aus. Ziemlich dunkel, die Muster. Also, das hätten sie echt mal, wie ich sage jetzt mal, heller setzen können. Also, so mit Neonfarben oder so. Kommen wir uns mal raus. Das sieht zwar ein bisschen im Überblick, also man kann mit 4 Personen spielen. Ja, man sieht halt dieses dunkle Muster. Das Einzige, was ein bisschen raufsticht, ist diese hier. Ja, und wenn man so guckt, hier, ne, sind die einzigen, die mal im Blick fällt. Das sind diese hier oder das bisschen mit dem Blau. Aber ja, vielleicht auch das Grüne noch so ein bisschen. Aber die sind so, man kennt so kaum ein Muster, es sei denn, man geht mal näher ran, dass man dann mal so ersieht. Glänzen tun sie natürlich dann alle wie Sau. Ihr seht, das spiegelt gut. Ja. So, zu diesen Dingern. Man kann ja die Spitze alle losdrehen. Ja, einfach. Ja. Einfach drehen. Das ist aus Alu. Ich habe unten auch welche aus Plastik, aber die sind schon kaputt gegangen. Ja. Also sollten die jetzt eigentlich nicht so schnell kaputt gehen. Es sei denn, das ist, ich sag mal, Konstruktionsfehler. Dann habe ich natürlich Arschkarte. Ist dann halt, man kauft das hier für ein paar Euro, sage ich jetzt mal, und trotzdem tut das dann weh, wenn man sagt, da geht was von kaputt, du ärgerst dich trotzdem drüber. Ne? Nun, das Geile natürlich ist, die sind in Schwarz. Man kennt ihn, jawohl, genauso muss sein. Ja. Die sind auch schwerer, glaube ich, als die ich unten im Keller habe. Ja, ich denke mal, die werden dann noch ganz anders fliegen. Weil ich, bei manchen Dartscheiben merkt man halt, dass die Dartscheibe manchmal so ein Punkt nicht zählt oder dass eine Spitze abbricht ein Stück oder viele die Plastikspitzen, dass die einfach in der Dartscheibe hängen bleiben. Muss ich jetzt sagen, habe ich nicht der Fall. Und wenn was hängen bleibt und man wirft halt mal irgendwo in die Nähe, irgendwann trifft man mal daneben, dann ploppt das andere Ding von alleine und kommt entgegen und sagt, na nu, ach so, das Ding habe ich schon vermisst. Ne? Man denkt dann halt gar nicht dran, ja. So, die Sauerei mache ich mir jetzt nicht hier. Die ganze Spitze, das sind 50 Stück. Die da mit bei sind. So, und, ja. Preis ist eingeblendet, das habe ich dafür bezahlt. Da kann ich mich eigentlich nicht beschweren. Jetzt würdet ihr natürlich gerne sehen, Praxistest, wie werfen sie, wie sind sie, mache ich jetzt nicht. Ja, das kann jeder für sich selber herausfinden. Ich habe jetzt das mal auseinandergenommen, um mal zu gucken, ob man irgendwas sieht, aber das ist alles schön in Schwarz, das ist verchromt. Wenn ich es jetzt mal hinfallen lasse, man hört es, das ist nicht Plastik. Das hier ist auch schön schwer. Dann macht es Daten da viel mehr Spaß. Und dann hat hier die Plastikspitzen. Das hört man direkt. Da ist also ein Unterschied. Gut, ich bin mal gespannt, wie sie sind. Jetzt die nächsten Tage ja, mal ausprobieren. Nach der Spätschicht vielleicht oder nächstes Wochenende, wo ich frei habe. Aber schauen wir mal. So, in dem Sinne ja, bedanke ich mich erstmal fürs Zusehen. Und falls von euch auch einer ist, der da irgendwelche coolen Dartsets hat oder sowas, ich würde mich freuen über einen Kommentar. Lasst euch einfach mal blicken oder wie auch immer. Also in dem Sinne, euer Virus. Ciao mit Ciao.